Achso, hier ist sicher. Kleines bisschen noch schlafen. Die können noch vorher Mana verbrauchen. Verhaspeln sich noch ein wenig bei den Runen, die beiden hier. Aber ist okay, haben überall Wunden, das ist glaube ich verständlich. Lass ich mal versuchen, das falsch zu sprechen. Eine leere Flasche wäre echt super für die Heiltränke. Und auch fürs Training von den Priesterleveln. Weil die Tränke brauen ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, Priesterlevel zu steigern. Andere komische Löcher. Klick. Okay, da geht's weiter. Und hier geht's rum und da geht's hoch. Achso, das ist der Ausgang. Wir hatten ja im Süden Treppe hoch, habe ich mir aufgeschrieben. Im Osten Stab, im Westen Teleport und im Norden irgendwas. Gehen wir mal kurz zurück. Im Norden ist auch eine Treppe hoch. Och, Menno. Das ist doch Norden, oder? Schreibt mir auch Treppe hoch? Fragezeichen. Dementsprechend, wenn meine Karte Schrägstrich Notizen richtig sein sollten, müsste hier in der Richtung erstmal ein Gegner sein. Oh, hinter uns ist schon wieder was. Das heißt, einer von den. Oh, 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 oh. Einer von den Druckplatten sorgt dafür, dass die Viecher spawnen. Was jetzt hier nicht so toll ist, also bei den Würmern ist es ja noch okay, weil die haben diese Wurmscheiben dabei, die man essen kann. Aber die hier bringen uns leider gar nichts. Ja, Ziele zum Magie-Trainieren und Nahkampf-Trainieren, aber sonst hält es einen halt eher auf, als dass es einen wirklich voranbringt. Wake up. So, wir gucken immer noch nach Süden. Und auch hier ist ein ähnlich gestalteter Raum. Also, das sieht ähnlich aus von der Form, nur dass hier halt dieses komische Ding da fehlt, das Loch oder Wand, und keine Abflussgitter auf dem Boden sind. Nix. Na gut, das heißt, wir gehen jetzt nach Süden die Treppe hoch und ich schreibe mir daneben auf, wo das denn hinführt. Also wir bräuchten jetzt irgendeinen Indikator. Oder ist einfach nur Sackgasse. Okay. Korn, Brot, Käse, zweiter weißer Schlauch, das ist sehr, sehr wichtig. Denn je mehr Wasserschläuche wir haben, er kriegt bei uns ganzes Essen. Ja, je mehr Wasserschläuche wir haben, desto mehr können wir dann auf einmal transportieren bis zum nächsten Brunnen, wo wir noch keinen einzigen Brunnen gefunden haben. Hier. Apfel für dich. Haben wir auch schon gut Hunger, die Jungs. Aber wir haben noch eine Kiste Wurmscheiben. Trotzdem erstmal das gute Essen weg. So. Haben die sich verdient nach so einem holprigen Start hier in den Kerker? Also Süden schreibe ich jetzt einfach nur auf, bei der Treppe hoch. Sackgasse. Natürlich Vorsicht herstellen, dass es auch wirklich eine Sackgasse ist, aber sieht sehr sackgassig aus. Bin schon zweimal rum, ja. Nö, die Wände hier haben nichts. Beide Wände haben nichts. Aber das ist gut. Das ist gut. Das heißt, ich kann den südlichen Bereich schon mal komplett abhaken. Da müssen wir gar nicht mehr lang. Heißt also, wir könnten jetzt die von mir vorgeschlagene Fackel oder Keule oder was auch immer hier hinlegen, dass wir hier nicht weitergehen müssen, weil wir da schon alles abgedeckt haben. Allerdings habe ich die Keulen noch nicht. Können eine alte Hose hinlegen? Das wird
Fragen aufwerfen. Außerdem können wir halt denken, dass es auch dahin gehört. Das ist dann halt unpraktisch. Na gut, dann machen wir das erstmal so. Wir sollten jetzt irgendwie wieder versuchen zurückzukommen in den Eingangsbereich, wo diese blauen Viecher waren. Also der Kuh-Schwertbereich. Und ja, es kommen jetzt wieder neue Viecher, weil ich gerade rübergelaufen bin. Zurück in den Kuhschwertbereich, um da die ganzen Keulen einzusammeln für genau solche Sachen wie jetzt eben gerade. Und noch idealererweise ganz hoch zurück bis zum Stadtbereich zu den Würmern, damit wir da uns einmal satt essen können, also ganz satt essen können und die Kiste neu auffüllen. Norden ist eine extreme Sackgasse. Ja. Das ist jetzt unerwartet. Wir hätten jetzt also nur noch Osten beim Stab und Westen Teleporter. Will uns das Spiel sagen, wir sollen den Stab nehmen, also zwangsweise nehmen? Oder wir müssen durch das Teleporter-Rätsel wieder zurück? Also, schlafen, damit hier Death auch wieder ein bisschen Mana bekommt. Ist es kaputt? Nein. An den Necro war das nicht Death. Die beiden können auch ein bisschen Feuerbälle so schlafen. Ja gut. Gehen wir zu dem Stab im Osten. Da ist Norden, also ist da Osten. Kompass und so. Hier müsste noch irgendwo einer sein. Ein, zwei Stufenaufstiege demnächst wären ganz nett, damit es hier reibungsloser läuft, weil jetzt müssen wir fast nach jedem Kampf schlafen, das kostet immer Essen und Trinken. Okay. So, wir gehen. Da ist Norden, wir drehen nach rechts. Jetzt ist links Norden, also ist da Osten und hier ist richtig. Jetzt sollten wir also zu dem Altar kommen mit dem Stab, den ich nicht nehmen wollte, weil es uns irgendwie ablenken könnte, wegen den Bereichen, aber es scheint einfach nur ein ganz normaler Stab zu sein. Ich lasse die Fackel jetzt hier liegen, dass wir wissen, dass was komisches ist. Der Stab macht direkt gar nichts, aber ich glaube, der erhöhte Mana. Ja, da unten. 5 Mana-Punkte. Und kann einen Lichtspruch sprechen und einen Dispel-Spruch. Dispel ist Magie entfernen. Ich glaube, der war. Warte. Also es gab einmal den hier. Das ist ein Tür-Öffne-Zauber. Das heißt, damit kann man aus Distanz Türen öffnen, wenn zum Beispiel man eine Fallgrube hat. Dahinter dann eine Tür und hinter der Tür ist eine Druckplatte, um die Fallgrube zu deaktivieren. Dann macht man halt den Spruch hier, die Tür geht auf, man kann irgendwas durchwerfen, dann landet es auf der Druckplatte und die Fallgrube geht zu. Also nicht so wirklich super notwendig, der Spruch in vielen Situationen, aber an manchen Stellen braucht man ihn halt. Es gab dann noch einen Anti-Geister-Spruch, den habe ich allerdings nicht im Kopf. Und es scheint im Spiel auch keine Hinweise zu geben, wie die Sprüche funktionieren, da es davon ausgeht, dass man den ersten Teil durchgespielt hat. Wobei es im ersten Teil, glaube ich, auch keine Hinweise gab, was die Sprüche gibt. Ja, also eventuell müssen unsere Helden mal ein Zauberbuch rauskramen, wo die alle drin stehen, damit das dann alles soweit klappt. Aber bisher brauchen wir die ja noch nicht. Weil Geister haben wir Gott sei Dank keine, die sind echt nervig. Na gut, Osten ist damit aber auch jetzt auch eine Sackgasse. Meine Hoffnung war irgendwie, dass wenn wir jetzt den Stab rausnehmen, dass die Wand hier aufgeht. Weil hier hinter sollte der Viererweg sein.
Also da, wo wir runtergefallen sind, wo es in vier Richtungen ging und wo wir beim ersten Mal dem Kuhweg gefolgt sind. Das heißt, hinter dieser Wand, die jetzt noch fest ist, steht auf der Seite dann drin, welcher Bereich das hier wäre. Das würde meinen Notizen ganz schön helfen. Na gut. Dann bleibt jetzt nur der Weg zurück zu dem anderen Viererweg. Au, 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 au. Ja, zu dem anderen Viererweg hier. Hallo. Und dann nach Westen weiter. Zurück zum Teleporter-Rätsel. Das heißt, wir müssen wieder durch den Teleporter-Rätsel durch. Aber vielleicht ist es auf diese Richtung ja einfacher. Ein Wizard-Level. Schön, schön. Ein Wisdom, ein Anti-Magic Fire und ich glaube auch mehr Mana. Sie hätte nichts verbraucht, oder? Hat sie, also das hat sie immer gerade auch geschossen. Nee. Aber sollte auch solche Sets geben. Gut, Teleporter-Rätsel. Ich gucke nach Norden. Oh. Ich höre Schritte. Und wie irgendjemand Teleporter benutzt. Ist das ein kleiner Klautyp? So verstört mit den Geräuschen. Aber es ist gut, dass wir in dieser Version überhaupt die Geräusche hören können. In anderen ging das ja nicht. Na gut, wir sagen, das ist unser Startpunkt. Das ist eine neue Karteikarte. Nur für ein temporäres Rätsel. Das hier ist jetzt Feld 1. Ich gehe von Feld 1 aus nach Norden. Und bin wieder auf Feld 1. Ich bin einfach nur wieder hierhin geteleportiert worden, aber ich habe mich in eine Richtung gedreht. Also ich gucke jetzt nach Norden, zip, jetzt gucke ich nach Süden. Das heißt, Feld 1 führt auf Feld 1. Feld 1 Westen, also schreibe ich mir auf 1W, führt zu Feld 2 und Feld 2 hat zwei Fallgruben und einen Teleporter. Fallgrube plus Teleporter. War doch noch eine Treppe? Hallo Fallgrube, die gerade aufgegangen ist und wieder zugegangen ist. Oh Gott. Und Treppe runter. Treppe runter. So, das ist jetzt für mich Raum 2. Und ich glaube, hier kamen wir an. Ja. Also der westliche Teleporter in Raum 1. Wenn man von der Seite kommt, wo wir jetzt gerade kamen, führt zurück zu dem kompletten Eingangsbereich von dem Gebiet. Okay, runter. Noch mehr Fallgruben, noch mehr Fallgruben. Das könnte jetzt die Drachenetage sein. Also auf meiner Seitenansicht habe ich jetzt den Startpunkt, den Würmern, eine Etage drunter den Viererweg, eine Etage drunter den Kuhbereich, auf dem wir jetzt vorhin auch waren, weil ich denke, der Punkt, wo wir den Stab gefunden haben, ist ebenfalls auf derselben Höhe wie der Kuhbereich, wegen diesem Viererscheideweg. Oder einen drunter. Weiß ich nicht. Na gut, und dann eine Etage unter dem Kuhbereich ist dann das mit den blauen Gegnern gewesen. Nochmal eine Etage drunter ist mit den gelben Gegnern gewesen. Nochmal eine Etage drunter ist der Drache, das ist hier. Das würde auch ganz gut passen, weil wenn wir jetzt einmal nach oben gehen. Wir sind jetzt hier in dem Magierbereich, keine Ahnung. Wenn wir auf der anderen Seite von dieser Kartenebene wären, also im Q-Bereich, dann wären hier die gelben Viecher. Dann geht es jetzt nochmal nach oben. Dann wären wir jetzt auf der Etage, wo die blauen Viecher sind. Und wenn wir noch einmal hochgehen, sind wir auf der Etage, wo man startet mit dem Schwert. Beziehungsweise hier wäre es halt das Äquivalent mit dem Stab. Also es geht auf, was die Etagen angeht. Ja. Das heißt, meine Hoffnung ist jetzt, dass wir von hier aus vielleicht zurück zum Q-Bereich kommen. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung der Q-Bereich war, weil ich nicht auf den Kompass geguckt habe. Also falls ihr in die Verlegenheit kommt, das Spiel auch mal zu spielen, ja, euch unbedingt solche Sachen merken, aufschreiben,
Aber es ist schwer zu sehen, weil ich wusste ja auch nicht vorher, dass die Tür hinter mir zugeht, also die Wand hinter mir zugeht. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung Norden, gucke mich im Norden von der Drachenetage um und versuche eine Treppe zu finden, die auch nach oben führt, die dann vielleicht in den Kuhbereich führt oder in was Neues. Und unbedingt auf den Boden achten wegen diesen kleinen perforierten Fallgruben. Oh, nee, doch nicht. Das war gerade so verzögert. Nordwand. Sind wir jetzt durch? Jetzt sind wir an der Ostwand. Und es ging einmal rum. Also sind schon mehrfach rumgelaufen. Das heißt, die Ausgänge sind nicht am Rand, sondern eher hier in solchen Dingern. Das hier, wo ich jetzt gerade rumtänzel, ist aber nicht der Weg nach oben für den Bereich, der noch keinen Namen hat. Nö, es ist einfach nur irgendwas. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, nö, da ist einfach gar nichts. Norden. Geht immer nach Norden an die Wand. Wo ist jetzt die Treppe hoch? Also, das ist das Ding. Ja, das ist jetzt im Norden offen. Das ist die Treppe hoch in den Bereich mit dem Stab. Also, Nordwand ist echt nicht so viel. Dann sind wir jetzt. Ja. Ne, das ist die Westwand. Nordwand sind wir eben gerade abgegangen. Wir sind jetzt einmal die ganze Nordwand ab. Sind jetzt an der Westwand. Da ist die Treppe hoch. Oh, genau. Und der Knopf sorgte dafür, dass das Ding hier weggeht. Jetzt folgen wir in Richtung Süden. Immer hier ist absolut gar nichts. Naja, doch, eine Treppe. Aber. Hier ist keine Verbindung. Und da muss auch nicht eine Verbindung sein, weil wir haben ja festgestellt, dass die Etagen untereinander verbunden sind. Also wenn wir das jetzt nehmen als Seitenansicht, also diese Blockreihe hier ist Startgebiet, diese Blockreihe hier ist der Viererweg, diese Blockreihe hier ist Q oder die anderen verschiedenen Richtungen und dann ist hier blau und so weiter. Der Q-Bereich, sagen wir mal, ist dieser Block hier. Von dem Q-Bereich kommen wir nicht rüber in den anderen Bereich. Wir müssen erst runtergehen in eine andere Etage und dann da eine Treppe finden, die dann hochführt in den nächsten Bereich. Also so rum sind die verbunden. Heißt also, dass hier. Ja, ich dachte, man konnte gerade eben Weg sehen. Ich konnte eben gerade in Richtung Norden drei oder vier Blöcke sehen und eine Treppe. Wo war das? Norden, wir gucken nach Süden. War da ein Dreher? Nee. Ah, hier. Okay, da war es im Süden. Ja, und der Bereich wird einfach nur komplett hiervon getrennt sein. Das heißt nicht, dass hier ein Durchgang ist. Also eine Illusionswand oder ein Schalt oder ähnliches. Es könnte auch einfach nur diese Runter-Hoch-Verbindung sein, um zu den verschiedenen Gebieten zu kommen. Und das hier habe ich, glaube ich, schon mal gecheckt. Ja. Okay, also Nordwand ist nichts, Westwand ist nichts. Bleibt nur die Ostwand. Da ist jetzt. Warte, dreht sich die Karte mit? Wir gucken jetzt gerade nach Osten. Wenn ich jetzt mich nach da drehe. Sind vier Blöcke oben. Ja, okay. Ich bin törichterweise davon ausgegangen, dass die Karte im Norden immer im Norden ist. Aber das ist sie gar nicht. Ja. Also da, die vier Blöcke, die jetzt rechts von uns angezeigt werden, was aber eigentlich südlich ist. Die, so.
Die müssten jetzt südlich von uns sein. Ja, da könnten wir gucken, ob da eine Verbindung ist. Weil gerade der Punkt ganz unten rechts auf der Karte ist verfänglich. Weil da halt ein Block ist, dann ein Block, der blockiert ist und dann wieder, ne, ein Weg nach Westen weiter. Das heißt, wir müssen jetzt östlich rum. Ganz im Süden, hier hinter. Oder so. Ich gewöhne mir jetzt einfach an, bevor ich die Karte aufmache, immer das nach Norden zu drehen, damit ich weiß, wo. Was ist da? Das sind Teleporter unten rechts. Aber auch da kommen wir von hier aus nicht hin. Aha. Aha. Also, so, ich wollte mich nach Norden drehen jedes Mal. Ja. Okay, das heißt, hier ist etwas Wichtiges. Wir legen mal. Ich brauche andere Dinge. Wenn wir es irgendwann schaffen, zu den Keulen zurückzukommen, starten wir uns die Keulen. Die Keulen bedeuten Sackgassen. Und dann bräuchten wir noch eine zweite Ressource, wovon wir recht viele bekommen können, zum Beispiel die Wurmscheiben. Und dann legen wir Wurmscheiben dahin, wo Illusionswände sind, zum Beispiel.